Art Science, das ist, ob der über irgendeinen Skill procken muss, ob er den immer machen kann, ob der irgendwo mit bei ist. Ist das nicht dieser normale Fehler, den alle haben? Es geht hier um Silence. Oh, Entschuldigung. Der pflegt schon noch, der mit den unglaublich vielen Krankheiten. Ja. Oh, der ist geil. Flüche und Gebrechen, Effekte. Ja, Tony Jason. Toll. Ich fand den super. Ja, ist auch gut, dass du ihn super findest. Da haben wir sogar noch mehr Intelligenz. Ist das, das harmoniert dann schon wieder irre. Und ist diesmal auf der Superior-Seite. Ja. So, wir haben den Waller, wir haben den Druiden. Wieso steht der denn da hinten? Haben wir vergessen zu sagen eigentlich. Weil wir jetzt Ranged sind, brauchen wir nicht mehr rechts. Mhm. Du kannst aber Range machen. Ich hab den Green. Oh, das ist eine Eule. Die New Game. Und es gibt noch einen Druiden. Ich weiß nicht, was. Ach, es sind zwei Druiden? Check ich das erst. Oh. Nesserfing ist super, ne? Auf Trivan. Oh, geht mal beide auf Trivan vielleicht. Ich stun ihn mal. Jetzt 6 Sekunden gestunt. Jetzt herausgetwingelt. Ich hab ihn gesilenced einmal. Hat der Fake Cast oder? Ich hab meinen. Nee, er war wirklich gesilenced. Oh, ich wurde unterbrochen. Scooby, bubble dich. Eisblock. Oh nein. Vanessa, ich bin in der Mitte. Wo bist du? Nice. Nein! Ich kann nicht mehr bubbeln. Uff, oh, ich bin so verpeilt in dieser Bombe. Was waren das für kleine Mini-Bäumchen vorher? Ich komme von vom Mondkind. Das war Triva, ne? Ja. Ach, wie blöd. Wir haben eine gute Survivability jetzt, mich haben. Ja. Ja. Ich frage mich, ob es jetzt nicht sinnvoll ist, dass beide auf den DPS gehen und der Healer controlled wird. Weil wir jetzt alle was auf Range haben zum Control. Kann gut sein, ne? Silence, man stun. Sheep. Ist das Wichtigste. Und Strange Raid. Ja. Versuchen wir das mal.
Beim 3 und 3 haben die meisten DPS auch ein paar PvE-Teilchen mehr. Wäre mir der Eule weg gewesen. Ich hasse Eulen so krass. Und so viel Damage. So knapp. Ja, da war eine Stelle. Ich wurde noch voll überrumpelt von diesem Doppeldruiden-Ding und dann, oh Gott, der Druide ist eine Eule. Okay, kein Healer, nein. Eulen sind kein Healer? Nein. Eulen sind Mages. Mages im Eulengewand. Das stimmt aber nicht. Sind besser als Mages. Das ist das erste Mal, dass ich von einer Eule diesen Silence gesehen habe. Zuerst am Ende des Kampfes. Der aber gleich am Anfang eröffnet damit, indem er mich festgewurzelt hat und den Silence drauf hat. Deswegen leuchtet wieder so. Und das war ziemlich gut. Weil da muss ich einen Trinket einsetzen. Eigentlich hätte ich Hand der Freiheit nehmen können, was aber wahrscheinlich durch den Silence nicht geht. Richtig. Aber unsere Survivability war gut genug, dass ich das nicht musste. Das ist krass. Oh Gott, das ist ein komischer Retri. Ist das ein Retri? Vielleicht auch ein ganz schlechter Holy, ein Protection oder ein schlechter Holy. Also irgendwas Schlechtes, das ist. Auf wen gehen wir da? Okay. The Silence. Mein Gott, ne. Nice Block. Jetzt gibt's dann noch drei. Jetzt ist nice. Ja, bam! 40k Crit, Motherfucker. Naja, der war Noob. 40k? Es war Noob, hallo. Ja, es war Noob und der war eingefroren von dir. Und deswegen zählt das übrigens doch, dieses Hungering Cold des Seminar. Dann könnte man die Combo auch ungarische Kälte Combo nennen. Die wilde ungarische Kartoffel. Ist wirklich tot, oder? Der Rogue ist nicht tot. Die haben gefunden, war die Smiley. Das ist mein Ding, oder? Ich freue mich. Ne, da lag ich doch in der Mitte. Ne, Mr. Bankett? Schmeckt Ihnen das? Das Problem ist, das schwierig ist für Scooby Damage zu machen. Besonders auf dem Healer ist schwierig. Weil sobald jemand wegläuft, ist er nicht mehr in der Line of Sight. Deswegen ist das langfristige Ziel wahrscheinlich Fire oder Arcane. Sobald ich Survivability drauf habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob nicht das langfristige Ziel ist, ein DPS zu nuken. Oder das? Ja, wir müssen jetzt einfach darauf annähern, welches immer das beste Ziel ist. Das müssen wir jetzt herausfinden. In den folgenden Kämpfen. Ja, das ist erstmal unser Step. DPS wird genügend, ne? Und jetzt brauchst du das Makro wieder für Strength and Weight. So. Jetzt magst du doch so. Groß schreibst, funktioniert dein Makro. Hey, ich hab's doch immer klein geschrieben. Unterschimmer-Makro funktioniert, ne? Ah, ist nicht schlimm, ne? Fickt euch. Oh, jetzt ist es aber. So, oh. Oh, Mann. Sauer macht lustig. Sauer macht bescheuert. Ne. Ja. Das hast du jetzt gesagt. Alles leer. Ding, ding.
Bob, das war es her. Buttonlock. Aber im Worst Case läuft dann der DPS immer weg und kann kein Damage machen. Ja. Und gegen einen kann ich ganz gut hier. Wir haben besseren Burst, das heißt, wenn er dann einmal im falschen Spot steht. Deswegen wahrscheinlich Frost auch super superior im Gegensatz zu anderen in dieser Kombo. Und das Gute ist, dass ihr beide den Gegner immer slowed und dadurch beide noch besser an den Drang haben. Wie slowed? Ja. Ja, Scooby und du auch durch Eisketten. Die benutzt du doch, ne? Ja. Gut. Darf ich irgendwann mit der Anhole gehen? Vielleicht. Warum nehmen wir das aus? Leadership. Ich weiß es noch nicht. Es ist einfach so awesome mit diesem Hungarian Code. Weil, oh Mann, das wäre auch gegen den anderen Healer ein awesome Spot gewesen. Healer schon ziemlich down im Hungarian Code. Das hat mein anderer Healer noch, oder? Ich glaube nicht, nee. Bitte was? Ob ich verrückt bin? Nee, ist ein Vorsprung. Denn das ist keine Frage, die wir beantworten müssen. Wenn so ein cooler Spruch länger als 3 Sekunden braucht, ist er uncool. Deswegen habe ich aufgehört. Aber nice Hoffnung, try. Ihr hättet es nicht gehört. Also, du hast verstanden, warum Scooby so awesome findet, oder? Was genau awesome? Hungarian Code. Mhm. Das musst du jetzt umso mehr einsetzen, ja? Ich versuch's. Okay, ja. Rogue. Ich hasse Rogue. Ihr geht beide auf den Krieger. Ja. Der Krieger, der wird so krass down gehen. Und ich wegen Sperry Flag. Nein, ne? Soll ich mal wieder ziehen oder werden wir einmal Werbe. Möglichst auf offenes Feld ziehen. Dein Plan ist jetzt, das Positioning so zu machen, dass die Gegner. Ja. So offen wie möglich in der Mitte stehen. Du wirst quasi Spielmacher, 7 Sekunden will ich noch unsichtbar. Wir brauchen Silence oder so? Offen. Warte. Silence ist raus. Ich habe ihn gestunt, 6 Sekunden. Woo. Nice. Jetzt, wo ich Parler finishen, würde ich sagen. Bin schon dabei. Da sieht man, wie eine Melee-Cleave. Ja. Auseinandergenommen. Einfach nichts machen kann. Aber nicht so, so gar nicht, weißt du, blöd. Ich wurde die ganze Zeit genugt und ich habe nur gewartet, bis ich endlich meine Bubble einsetzen darf. Ja. face the facts. Faggots. Hui. Wünschen, okay. Ey. Ich frag ganz lange, dass ich einen Eisbock verwette. Er ist gestunt, danach Silence. Totally nice gespielt, man. Ja, Terry. Ich glaube, der Pala war ziemlich erneut. Wie oft dieser Feuerstun poppt, ist ziemlich erneut. Boah, wie viel Damage. Ist voll gut, dann erstmal jetzt noch viel mehr Damage dadurch, dass du die Leute slowst. Ja, das ist so ein Biest, was man einfach nur entfesseln kann. Ein hübsches Biest, ne? Ja. Aber ein Biest. Eine Kombination, in der sie das Biest akzeptiert und das, ne? Ah, 2 Giants für mich. 2 Giants? Na, Beast und ne?
gegen. Weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Weil hier oben ist eine Stadtpatrouille, die kann man am Weg fragen, wenn die hier sich schon hin verlaufen ist. Das sieht echt cool aus. Holy shit. Wo willst du hin? Weißt du, seit man fliegen kann, ist es damit noch schöner geworden. Aber es ist manchmal nicht mehr so, so oldschool schön, muss ich sagen. Weißt du, da gehst du immer durch die Gänge so und denkst dir, aha, muss ich jetzt hier abbiegen? Ja, das stimmt. Aber so sieht man mal öfter das Kathedralenviertel. Dass man sich zu früheren Zeiten doch eher selten verirrt hat. Priests müssen. Priests und Palas eigentlich auch, aber. Nee, Palas sind die jetzt im Schloss immer? Ja. Nee, wir sind ja in der Kathedrale. Okay. Aber das war so, dass man sonst einfach nicht in der Kathedrale war. Die sind ja eigentlich Palas, wir tragen halt Platte. Hä, du bist sowieso ein Palas. Eigentlich sind Palas der Priests. Historisch betrachtet. Mehr wollte ich nicht. Das stimmt sagen. Eigentlich. Nur halt mit Platte. Jetzt kommen manche. Nein, es sind eigentlich Krieger, die zu Priest ausgebildet werden. Nee, ist umgekehrt. Ja. Ist so ein bisschen Van Helsing-mäßig eigentlich, wenn man den Film glauben mag. Glauben mag, weil es jetzt den Anspruch hat, totally correct. Also zweimal keine Brillanz gebracht. Nice. I'm getting me hang out of it. Ja, Vanessa, du bist unser Spielmarkt, auch Leadership. Du bestimmst quasi eigentlich zusammen mit Cody, wie das Schlachtfeld aufgebaut ist. Das stimmt. Du rearrange die Gegner. Scooby sorgt nur dafür, dass es lang wie möglich auch so bleibt. Okay. Ja. Jetzt brauche ich mehr als 100k Damage. No. Hast du eigentlich den Paddler mal geschiebt, gehabt zu gehen? Nee, weil der Krieger so schnell da umgeht. Nein. Irgendwann. Hätte ich dann eigentlich nach dem Silence gut machen sollen. In der Situation jetzt. Sonst kommt Schieb natürlich zuvor. Das kommt Schieb. Üben wir das mal, ne? Das kommt für mich Schieb nicht in Frage. Üben wir noch einen Krieger? Okay. Hallo! Bedeppert ist. Ich erwisch ihn einfach nicht. Okay. Okay, Rogue ist an mir dran. Strangulate? Ja. Scooby Silence. Ich hab ihn gegangen. Nein. Aber ich hab den Pala schnell geschrieben. Das ist, weil ich hab was Entscheidendes vergessen. Ich erzähl euch das. Scheiße, das ist auch nur angezeigt. Aber den hab ich voll erwischt. Pala ist da. Das Einzige, was... Also ich habe alles gemacht, wie es perfekt wäre, nur dass der Paladin nicht im Fokus war. Deswegen ist Silence auf dem Krieger. Okay, das wäre eh scheiß gewesen, wenn wir beide gesilenced hätten. So. Ja, soll Dennis einfach über den ersten Silence machen, wenn ich das sage? Ja, wir müssen so machen. Scooby macht den ersten, ja. Und wenn er nicht kann, dann sagt er, ich kann nicht. Und da weißt du sofort, du musst machen. Okay? Also ich sage einfach nur, wir brauchen einen Silence. Das meistens kommt das aus dem Kampfgeschehen ersichtlich sowieso schon heraus.
Sie macht keinen Damage. Aber ja. Ich mache aber den entscheidenden Damage. Also nein, nicht den entscheidenden Damage, aber wichtigen Damage. Ja? Wenn ich Damage mache, geht einer down. Aber ich hatte die Killing Blows, Dennis. Ja, Abzocker ist das hier. Mates müssen gebufft werden. Ich meine, ich spiele am Skill Cap, ne? Das heißt, was wir aus dieser Auswertung lernen, dass Mage 300% mehr Damage machen soll. Ach, Sweetie, du musst dich gar nicht versuchen zu rechtfertigen. Ach, Mäuschen, warum zwingst du mich dann manchmal? Tu ich nicht. Dann mach weniger Damage. Okay, das schaffe ich. Aber dann meckert er wieder mit mir. Dann muss ich wieder Duelle machen. Mit den Leuten. Oh, ach, musstest du dir eigentlich. Ich bin glücklich, so wie es gerade läuft. Danke. Denn ich habe gegen Rogues bestanden. Du bist unser Mage-Held. Ach, Mage-Held, muss man dazu sagen. Es gibt Helden und es gibt Mage-Helden, weil die in einer ganz anderen Liga spielen. Eigentlich wollte ich sagen Wise Mage of West, aber das war mir ganz zu nah. Das ist ja Tully Gale. Das ist Tully Gale, so vom Wizard of Oz. Nee, Tower of Oz. Nee. Wenn man einen coolen Titel haben will, darf man maximal 2 Worte platzen. Die dürfen maximal 3 Sekunden zur Aussprache. Ja, Tully Oz. Super Marshall. Ja, Super Marshall ist so am Cap, deswegen ist ideal ausgenutzt. Man kann es noch schneller sprechen, damit man noch was dranhängt. Super Sky Marshall. Das ist aber ziemlich schwer. Ich buff nochmal durch. Ja, sonst na, rauch nochmal. Falls ich mal was vergessen habe. So, und als nächstes lerne ich noch Space Student vor allem zu nutzen. Erstmal schieben. Das kann ich. Das kann ich jetzt. Und Silence noch. Oh, scheiße, das ist eigentlich Silence bei Radio. Ich hab Kopf, das merkt keiner. Weil deswegen habe ich ja den Sheep gemacht. Oh, das eine ist ein Hoagie, das eine ist ein Redri. Es ist ein Rogue. Nehmt ihr den Redri? Welcher ist der Redri? Wir nehmen den Redri. Der mit 25 km/h. Der glaubt, der wird nicht stark und nicht auf los. Yep, der glaubt, der wird nicht stark sein. Was geht hier ab? Oh. Redri ist gestunt. Ich bin gestunt. Ich bin in. Gewonnen oder? Ach, ich hab die scheiß Gegner. Oh Gott. Die waren irgendwie weniger Damage. Oh, what the fuck? Das war way too krass. Da war nicht die Kontrolle da von uns. Haben wir ein Limit überhaupt her? Ja. Vom Redri. Ja. Die sind so krass. Ich hätte die Flügel zu spät bekommen, weil ich mich erst durch ein paar andere Sachen durchstealen musste. Die Noven wurden dispelled. Ne, das schiebt war auch nicht da. Ja, das Sheep auf dem Holy oder auf dem DBL hätte uns das Dispellen erspart. Ich glaube, bei sowas macht man erstmal den Sheep auf dem DBS, glaube ich. Ja, das war wahr. Weil wir versuchen, am Leben zu bleiben. Dann hat man die Sheep Returns direkt danach für den Holy auf für die Nuke-Phase. Und wenn du ein Sheep siehst, ne, nicht Damage machen da drauf. Mhm. Und auch nicht Splash-Damage. Ja. Ein Damage und schieb's raus. Ein Damage. Ja, ich hab's. So wie bei Hungarian Cold. Ja. Ich lass mir das patentieren. Mach das. Oh, ich nerv mich so selbst mit dem Ding. Oh, dann würde ich's einfach lassen. Benutze mich. Wenn irgendwann mal wieder geschlafen hast, passt es. Dann lässt es. Ich hab halt geschlafen, ich hab zumindest 2 Naps geschafft. Mann, damals wieder nicht geschlafen.
Oh mein Gott. So. Kannst du es weglegen, ganz weit weg. Sag mir, du hast aus dem Fenster. Das ist mein Radiergummi. Das ist sogar ein Hyperraiser. Sag mir, du hast so getan, als hättest du es aus dem Fenster gefunden. Der ist so genau, der ist in Japan hergestellt worden. Ich sag's dir. Der ist so genau, dass der in Japan hergestellt wird. Der ist richtig gut. Du darfst auch nicht damit spielen. Und den kann man so einfahren und ausfahren, weil der ist so genau, den muss man einfahren. Den Schwein hier auf dem Fenster. Und er macht coole Geräusche. Oh. Scheinbar ist es nervig. Das ist aber auch so eine Todeskombo für eine komplette Spellcleave, muss man sagen. Ja. Größer, da geht er durch die Butter. So, Todesritter und ein bis zwei Druiden. Ah, einen Hunter sehe ich da. Nehmt ihr den Hunter oder den Todesritter? Den Hunter? Ich hätte gerne den Todesritter, bitte. Ich komme hier an Hunter ran. Ich schaff's nicht. Okay. Diesmal schaffst du aber. Sie will trotzdem mit. Na, geh mal Todesritter. Ich bin das Target vom Hunter. Der gerade einfach mal geschickt ist. So, den Druiden. Ich stun ihn. 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden. Und er ist raus. Ich hab ihn gesilenced. Okay. Und am besten Sheep. Sheep. Ich bin gestunt. Nur kurz mal Eis blocken. Ich gehe raus und reschiebe. Soll ich mal auf den Ruin? Nee, weiter auf den Todeshöhe. Ja, diminishing return. Du lass mich. Was ist denn? Silence, aber der ist gerade Baum, ja? Ja, dann kannst du ihn immer noch silence. Der ist immer noch gesilenced. Mach mal Strangle. Nee, lieber nicht. Aufheben noch. Ich bin im Wirbel. Ich bin noch mit dem Wirbel. Und wir haben ihn. Nice. Jetzt auf dem Ruin? Ja. Kann man mal einen Baumschilder da schon? Na, ihr könnt einfach weiter auf den DPS. So ein bisschen als träge Third Party. Third Player Control zu machen, sozusagen. Zum Beispiel jetzt ein Sheep wieder. Na, er ist rausgekommen. Ich glaube, ich habe ihn gehittet. Die Sheep. Ja, mit Auto-Hit. Okay, das ist gut, das mal zu wissen, dass ich das mache. So, wie kann man Auto-Hit ausstellen? Das ist schwer zu sagen. Stun ihn? Druid ist ein Stun. Tut mir leid. Ah, ich habe meinen Stun noch übrig und ist gestunt. Und gestunt. Der hat sich nur tut gestellt. Okay, schieb Diminishing Return. Ich komme wieder an. Na, ich halte mich fern. Er hat Trinket genommen. Und ich reschiebe. Sehr schön. Und hier kommt ein nächstes Schieb. Und sehr schön. Kann man ja auch ein Tier? Hast du da gerade irgendwas bei ihm? Ich hab ihn unterbrochen, ja. Er ist gesilenced. Nicht gesilenced, gestunt. Ist voll gut, dass du auch den Stun so einsetzen kannst. Und gesilenced. Nee, du musst positiv. Das war nur Trainings.
Ja, ich bin auch noch nicht so schnell. Ich hasse Hunter. Ich hasse sie noch mehr als Mages. Andere sind vor. Ne, das doch, stimmt nicht. Doch, das stimmt. Ich komme nämlich nie ran. Nie. Dann kann ich. Ah. Und Silence. Du kommst echt nie ran, oder? Weißt du, wenn du verarschen kannst, dich alleine. Nur mal kurz gucken, ob ich in meinem Sheetmarker noch irgendwas verkackt habe. Warum? Hast du etwas Sheet geschrieben? Ja. Aha, hier ist ein Buchstabendreher. Statt Polymorph, Polymorph. Okay, jetzt funktioniert mein Fokusschieber auch wieder. Und ich muss auf Toilette. Ich muss jetzt auch aufhören. Ich mache das Examen ab. Zwei Examen.